Beppo, nächster Vlog. Nächster Vlog bist du dabei. Mach ich mit dir einen Vlog, oder? Mach miteinander einen Vlog. Wir zwei ewig am Vlocken. Let's go! So Leute, nächster Vlog. Heute wieder mal mit der Sumo, meiner 500er. Ich fahre jetzt dann zum Einkaufen und dann weiter ins Heisel und dann erzähle ich euch mal ein bisschen eine kleine Story. Also, auf geht's. So Leute, willkommen zu einem weiteren Vlog. Ich fahre jetzt einmal zum Einkaufen im Supermarkt und dann danach direkt weiter ins Heisel. Es ist Samstag und ja, da ist immer Heiselzeit. Am späteren Abend oder späteren Nachmittag. Ja, ich habe auf Instagram wieder mal eine Umfrage gemacht, auf was ihr Bock habt, und da habe ich unter anderem eben ja, so eine Umfrage gemacht, warum oder ja, die Geschichte Pocketbike angezündet, Bremsenreiniger gesoffen oder ja, Gurkenwasser mit Wodka gesoffen. Ja, aktuell ist ja gerade, ja, dieses Wochenende ist ja gerade der Sachsenring, MotoGP, Ankerberg. Und ja, bis vor 2 Jahren war ich da 8 Jahre hintereinander dort. Also ich war 8 Jahre hintereinander am Sachsenring, MotoGP, auf dem Ankerberg. Und ja, und jetzt kommt's. Und ich habe in den 8 Jahren hintereinander nie das Rennen angesehen. Also, das heißt quasi, wir sind da eigentlich nur zum Saufen hin. Und ja, das hört sich jetzt blöd an, aber im Endeffekt hat uns eigentlich nur das Festival interessiert. Viele werden es wahrscheinlich kennen, das Ankerberg-Festival. Ja, das war, ich sag, war riesengroß, weil bis vor 2, 3 Jahren hat sich das eigentlich, ja, ist ziemlich kleiner geworden. Und ja, und wir haben halt gesagt, okay, wir haben da eigentlich keinen Bock mehr drauf, und deswegen hat sich das eigentlich ja so verlaufen, und da haben wir halt gesagt, okay, müssen wir jetzt nicht mehr unbedingt hin. Naja, nichtsdestotrotz sind in den 8 Jahren eigentlich ziemlich geile Dinge passiert. Ich habe da zum Teil schon die GoPro dabei gehabt, und manche können sich vielleicht an meine Edits erinnern, wo eben das Pocketbike gebrannt hat, oder eben ja, dann die Security gelöscht hat, das Pocketbike, oder eben auch, wie wir da Gurkenwasser gesoffen haben. Also da gibt es schon Geschichten. Ich fahre jetzt auf jeden Fall mal einkaufen im Supermarkt, und dann, wenn ich fertig bin, erzähle ich euch mal eben, wie das alles so war mit dem Pocketbike, wie das gebrannt hat oder wie das entstanden ist. Und ja, auch von so einem Typen, der eben, von so einem Typen, der Wodka oder Wodka-Cola mit Bremsenreiniger gesoffen hat. Und eben auch die Story, wie wir dazu gekommen sind, Gurkenwasser mit Wodka zu saufen. Also, ich fahre jetzt mal zum Einkaufen und dann sehen wir uns später. Also, bis gleich, Leute. Servus. So Leute, ich bin wieder da. Yo! Der hat mich nicht gesehen. Ja Leute, ich habe gesagt, ich erzähle euch jetzt mal die ganze Geschichte, oder mal teils Geschichten, was wir da alles am Sachsenring erlebt haben, beziehungsweise am Ankerberg, weil das Rennen haben wir ja nicht angeschaut, 8 Jahre lang. Mit was fange ich an? Naja, fangen wir mal mit Pocketbike an. Naja, es war so, ich habe mal so ein Pocketbike vom Kumpel geschenkt bekommen. In dem Fall, schönen Gruß am Andi. Andi, danke. Ich glaube, das Ding ist 5 Jahre in der Schupfen irgendwo verstaubt, und ich bin da gar nicht mehr damit gefahren. Hat mich nicht interessiert, ja. Und dann war das eben so, dass wir mal ein Schrottverfahren haben. Wir haben
nochmal Schrott verfahren. Und dann haben wir gedacht, okay, ich räume jetzt räumen wir da aus, und da war unter anderem das Pocketbike dabei. Und ja, und dann habe ich es runter von der Schupfe und habe es eigentlich schon in die Laderschaufel rein und wollte schon eben zum anderen Schrott fahren. Und habe mir dann, auf einmal ist mir so gekommen, wie ein Geistesblitz, hey, wir fahren doch am Sachsenring alle Jahre. Also wir fahren doch jetzt wie alle Jahre in einer oder zwei Wochen am Sachsenring. Das Ding wieder rausgeholt aus der Schaufel und umgelassen und läuft, passt. Naja, und dann sind wir da wieder mit, dann sind wir da eben wieder am Sachsenring gefahren, mit dem Pocketbike. Und eben, wir fahren immer ab Donnerstag sind wir da immer hoch. Und gerade am ersten Tag immer totale Vernichtung. Wir fahren immer mit so einem, wir leihen uns da eben immer so eine Lastung aus, wie es eben am Erzberg auch ist. So ein 7,5 Tonner haben wir uns da immer ausgeliehen. Und ja, das ist überschaubar. Wir sind da immer 6 bis 8 Leute gewesen, und der kostet für das verlängerte Wochenende kostet der 500 Euro, und das ist auf 8 Leute aufgeteilt, ist nicht schlimm. Auf jeden Fall mit den Lastungen wie alle Jahre fahren wir da hoch. Und ja, und eben der erste Tag, Donnerstag, ist immer totale Eskalation. Da wird sich schon im Lastwagen die Hinfahrt ist sich schon immer komplett die Kante gegeben. Alles voll mit Bier, Klopfer rein, und wenn wir da, und alle bis auf die Fahrer da oben angekommen, schon total giebeln. Und das war eben den ersten Abend, wo das Ding dann eben gebrannt hat. Und ja, das war dann eben so, wir sind da angekommen. Und dann hat dann eben auch Pocketbike raus, und da schon Bier, Vollgas, Gibin, Wodka, Cola, ist mein Leben. Und ich glaube, keine Ahnung, das hat keine Stunde gedauert. Und dann habe ich da irgendwie geschafft, dass da die Kette gerissen ist. Ich habe da schon die GoPro drauf gehabt. Und ich kann jetzt das gerne mal einblenden, sofern es passt. Da bin ich eben da so ein Kumpel, total sturzbesoffen. Hey! Komm mal, Bremsen rein, ich hasse! Und ich hin zu dem Ding! Bremsenreiniger! Und ja, und dann habe ich das Ding angezündet, mitten auf der Wiese, mitten auf dem Campingplatz. Und alter Schwede, das Ding hat gebrannt. Es war so geil. Und dann hat das Ding eigentlich relativ schnell gebrannt. Da war eben noch Benzin drin. Dann hat das Ding gebrannt, und ja. Und das war eigentlich dann recht lustig. Uns war ja das, oder mir war das eigentlich relativ scheißegal, aber die sind ja Jahr für Jahr immer schärfer geworden auf dem Sachsenring Ankerberg. Früher haben wir die da dixiglos angezündet und hat so eigentlich keinen interessiert. Naja, und es hat eigentlich nicht lange gedauert, war da schon die Security dran und hat eben über den Bauzaun das Ding gelöscht, und wir, die haben das natürlich abgestreitet und haben uns da hübsch rausgeredet. Ja, das war, keine Ahnung, wer das war. Das gehört nicht uns. Aber so war's. Mir war das eigentlich relativ egal. Das Ding wollte ich eh wegschmeißen. Hat wahrscheinlich einen Wert gehabt von 50 Euro. Irgend so ein China-Schrott. Und ja, na, hat sich die Situation eigentlich relativ schön ergeben, dass ich das Ding eigentlich anzünd. So. Bevor ich jetzt im Häusl ankomme, denke ich, dass wir noch eine kleine Geschichte schaffen. Die andere Geschichte, die mit Fabi,
Ich sag nur Stichwort goldene Pappelstiefel und Wodka-Cola-Bremsenreiniger. Das werde ich dann wahrscheinlich in einem zweiten Teil erzählen. Jetzt erzähle ich einmal die Story mit den Wodka-Gurkenwasser. Das ist eigentlich auch eine coole Story. Ja, und zwar war das eigentlich so, dass wir eben auf dem Campingplatz, unsere Nachbarn, das waren Rosenheimer. Und ja, ist ja klar, die kommen auch aus Bayern und wir Bayern sind ja eine gesellige Mannschaft. Und ja, da sind wir dann mit denen so ins Gespräch gekommen, mit den Rosenheimer. Ja, bei denen haben wir sie dann uns bei so einem geselligen Nachmittag bei denen aufgehalten. Oder bei so einem süffigen Nachmittag aufgehalten. Und ja, und da haben wir halt schön gesoffen. Wodka ist ja klar, Cola dabei. Und ja, und da war da eben ein leeres Gurkenglas bei denen. Und dann auf einmal einer so einen Geistesblitz gehabt. Wir müssen jetzt das leere oder halt das Gurkenleere nur noch mit Wasser volle Gurkenglas aussaufen. Und mit Wodka dazu. Boah, Leute, das war so ekelhaft. Da haben wir halt dann quasi den Wodka. Da haben wir den Wodka quasi in das Gurkenglas rein und haben das gesoffen. Ja, was schon? So, du hast es gesagt, wir haben schon mal ein Letters gesoffen. Das war so ekelhaft. Ja, war lustig. War ekelhaft. Ich glaube, ich habe dann sogar gekotzt. Ja Leute, ich bin jetzt am Heisel. Was mich mal interessieren würde, schreibt mal in die Kommentare, welche Saufgeschichten ihr so habt oder welche Erfahrungen auf Festivals, auch auf Feste oder so. Würde mich echt mal interessieren, schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, wer mir noch nicht auf Instagram folgt, kann das auch machen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, lade ich es hoch wahrscheinlich, also morgen. Und ja, euer Sipp vom Heisel.